So, jetzt singen wir mal ein Lied für euch, hä? So, das war's. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir begrüßen euch zu diesem neuen Video und ja, schaut mal rein. Und dann bis später. Tschüss. So gut. Ja, okay, dann machen wir weiter mit meinen Arbeiten. Draußen schneit es diese Woche, ist ziemlich kalt, viel Schnee. Deswegen habe ich mir auch noch Arbeiten aufgespart, die ich drin machen kann, im schönen warmen Wohnmobil in meiner Wohnung eigentlich. Und das zeige ich euch jetzt. Meine Hunde haben einen Platz gekriegt zwischen den Betten. Weil es ist sehr eng und da sind sie nicht im Weg, sonst liegen sie manchmal da unten oder eben dann da hinten. Aber wenn dann die neue Polstergruppe kommt, ich weiß nicht, ob das gut ist. Okay, hier tue ich jetzt abfugen. Ich habe alles schön verklebt, weil schwarz auf weiß ist ziemlich heikel und deswegen Kleber und dann ganz wenig von diesem Teil hier. Das ist schwarz, das ist ein Hybrid-Polymerkleber, kann man auch bearbeiten. Aber einfach ganz wenig, ganz eine kleine Naht, das reicht. So, das war's. Ihr seht jetzt da die Fuge, also wirklich klein. Jetzt mit dem Finger nochmal abstreichen und dann kann man bereits das Klebeband wegnehmen. So, jetzt habe ich es mit dem Finger abgestrichen. Und gerade die Stellen, die so breit sind, die werden dann dank dem Klebeband ein bisschen schöner. So, das ist das Endresultat. Hier bin ich nochmal, nachdem ich den Kleber abgezogen habe, mit dem Finger drüber, mit dem kleinen und hier nicht, je nachdem, aber jetzt sieht es nicht schlecht aus. Jetzt lasse ich es trocknen und dann, wenn es trocken ist, kann man dann die schwarzen Stellen da in der Ecke. Hopp! Ja, hopp! Hopp, Gang hoch! Hopp! Hui! So, hier hat der Winter nochmal kräftig zugeschlagen. Gab richtig Schnee, aber er ist schon wieder am Schmelzen. Solarmodule freigemacht, die hauen jetzt richtig Vollgas rein. Und ja, ich habe endlich mein Paket. Wo ist es? Hier abholen können. Für das Problem endlich zu vollenden. So, das ist jetzt meine Solarleistung, nachdem ich die Dächer freigemacht habe vor 20 Minuten. Nicht schlecht, lässt sich sehen, das waren 1500 bei Sonne, jetzt geht es zurück, die Sonne geht. 1500 Watt von 2000, das ist wirklich gut und das um 11 Uhr. So, alles ist da. Hier seht ihr das große Spiel da. Und das ist jetzt weg. Die Büchsen sind übrigens oben und unten gleich, sind genau die gleichen. Aber das Problem ist, der Zapfen hier, der ist auch eingelaufen. Das sieht man. Es hat zwar weniger Spiel, aber es hat immer noch. Hier nicht, aber so halt. Aber da könnte man auch was machen. Der hier ist noch schlimmer, der hat viel. Ja, jetzt fange ich an, das Zusammenbauen. Oben kommt zuerst der Ring raus, der alte raus, dann kommt der so rein. Da war noch ein Distanzring dazwischen, den lasse ich aber weg. Ich habe jetzt die Büchse gemessen, wie weit die da reingeht. Und das hat noch Platz, damit das Fett dann unten am Boden da vorbei ist. Ja, kommt und dann halt da wieder zurück in diese Rillen hoch. Das Fett, das ich verwende, ist nicht ein normales Fett, sondern das ist ein Keramikfett. Und mit diesem Fett halten eigentlich die Büchsen extrem lange.
So, jetzt habe ich endlich mal ein Raumthermostat für die Heizung. Und zwar mit Zeitprogramm. Das ist der manuelle, da kann man es einfach anstellen, wenn man will, oder dann über die Zeit, hier das Symbol, und jetzt habe ich das alles eingestellt. Morgens um 6 geht sie los, den ganzen Tag kann sie durchheizen, wenn das nötig ist, und bis abends so um 9, dann stoppt sie wieder. Und in der Nacht habe ich dann nur noch 11 Grad eingestellt, wenn sie kälter wird, stellt sie an, und sonst eben nicht. Das reicht mir völlig. So Leute, ich habe eine neue Kaffeemaschine, meine erste übrigens, eine vollautomatische, die kleinste, die es gibt, also vollautomatisch, nicht Kapseln. Und da lasse ich jetzt gerade meinen Kaffee raus. Von der Firma König, ein Schweizer Hersteller, aber natürlich alles wie immer made in China. So, jetzt ist das Wetter schön seit gestern, vorgestern. Da ist die Schule und ich bin da weiter am Arbeiten, und zwar muss ich jetzt die nächste Büchse rausnehmen. Das Teil habe ich schon mal abgeschraubt, geht eigentlich ganz einfach, 4 Schrauben. Das kommt rein, da ist noch ein Lager, das muss ich dann noch oben rausziehen. Und jetzt wieder mit dem Werkzeug da, nehme ich jetzt die Büchse raus. Und zwar sieht das so aus, man hat also genügend Platz. Und dann mit dem Werkzeug ist super, kann man sie einfach rausziehen. Da oben sieht man sie, da ist sie drin. Und man kann da ein bisschen nachhelfen, aber ich glaube, es sollte auch so gehen. So, wie ihr seht, kommt er. Nicht ganz einfach, aber er kommt raus. Das ist gut. Also viel einfacher wieder. Die Steckachsen rausnehmen. So, voilà, ist draußen. So sieht es von unten aus. Jetzt ist da noch so ein Simmering, der muss ich noch rausnehmen. Dann reinigen. Und dann kommt alles schön gefettet. Hier seht ihr das neue Fett. Das ist Keramik. Das hält dann viel, viel länger. So, das ist der Ring da. Ihr seht, er ist draußen. Die Lippe kommt nach innen. Von oben habe ich ihn rausgeschlagen hier. So, da ist noch ein Kugellager drin. Und Zimmerring. Und bevor man das jetzt wieder einbaut, muss man dringend hier diese Walzlager fetten. Ne? Schön einfetten, Simmering hochklopfen und dann kann man es wieder einbauen. Und das Teil schlägt man am besten mit den, zum Beispiel mit denen zwei, mit einem weichen Ding, schlägt man das hoch wieder ins Loch hinein. Ich habe das bereits schon gemacht, da seht ihr es. Jetzt muss ich noch anziehen und der Rest wird dann einfach mit den Schrauben reingedrückt. Aber hier seht ihr, der ist schon drin, der ist schon am Anschlag. Möglicherweise ist der Simmering nicht ganz korrekt drin. Das macht jetzt aber durch das Anziehen geht das dann in die richtige Position. So, das war's. Fetten nicht vergessen, hä? Wieder voll reindrücken, bis es auf der Seite rauskommt. Und die Räder natürlich dann nachziehen, unbedingt. Hä? Ja, und hier bin ich schon im nächsten Projekt. Hier mache ich eine neue Lenkstange hin. Und zwar ist die der Speedlifter Twist. Und das Loch ist ganz leicht zu schmal. Jetzt tue ich das aushornen. Das dauert halt ein Weilchen. Aber ich habe ja Zeit. Und dann kommt der rein, der ist höhenverstellbar plus drehbar. Zeige es euch dann. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Diesen Speedflyer da hinein zu montieren. Das Rohr war eben zu dünn. Habe ich es ausgehohnt, das ging mehrere Stunden. Aber jetzt habe ich es geschafft und
Ihr seht, man kann jetzt den Lenker hoch und runter lassen. Die Kabel sind noch ein bisschen zu kurz. Und vor allem diese Funktion wollte ich. Ich kann das Ganze so abdrehen und dann kann ich das Fahrrad einladen. Das war vor allem der Grund, der Hauptgrund von diesem Teil. So. Kann man es besser einladen. So. So, und wenn wir schon dabei sind, zeige ich jetzt euch meine Garage, wie sie eingeräumt ist. Hier mit einem Gummiband. So Schnellverschlüsse. Das geht mit denen ganz leicht weg. Und hier das Fahrrad. Schön, das nimmt nicht viel Platz. So 25 cm, 30. Dann habe ich einen alten Gummischlauch genommen und da noch in der Mitte befestigt. Ja. Geht auch. Und da oben noch, ich weiß zwar gar nicht, ob das nötig ist. Mal schauen. Ja, und da unten wird das auch noch befestigt, weil sonst rutscht es unten weg. Die Halter, die habe ich da gekauft. Wo war das? Aldi oder Lidl? So Leute, ich bin jetzt mit dem Wohnmobil ein bisschen unterwegs, nicht weit. Aber da habe ich festgestellt, dass beim Bremsen das Rütteln manchmal immer noch nicht ist, es ist zwar nicht immer, aber ja, es ist da. Jetzt mache ich kurz einen Prozess, wechsle halt die Scheiben noch und die Klötze dann. Ja, und jetzt, wo bin ich? Ihr seht es hier, ich stehe da unten. Ich drehe das schnell um für euch. Da unten stehe ich bei einem Freund und der hat eine wunderschöne Lage. Abseits, also wirklich perfekt, da ist noch ein Bächlein und ja, da stehe ich jetzt mal ein paar Tage und dann fahre ich dann wieder weiter. Ja, okay. Ja gut, das war es von mir. Ich denke, das ist jetzt das letzte Video vom Bau des Wohnmobils, auch wenn da vielleicht noch ein, zwei kleine Dinge kommen, aber jetzt ja, schließe ich glaube mit dieser Serie ab und dann mache ich einfach ja, immer wieder mal ein Video von den Reisen oder was gerade läuft. Hä? Okay, ich hoffe es hat euch gefallen in diesem wunderschönen Sonntagmorgen hier und es ist einfach herrlich. Das Wetter ist jetzt wirklich gut. Okay, dann macht's gut. Tschüss. Oh, my God.